Und ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Yokai Watch 3, ihr Lieben. Viel Spaß und ja, ganz kurz muss ich eben das Video anders machen, also bis gleich. So, aber jetzt endlich mehr weitermachen. Endlich, 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 ihr Lieben. So, jetzt viel Spaß aber. Oh, ich freue mich endlich drauf, endlich mal jetzt diesen Part zu beginnen. Endlich mal nach einer Ewigkeit. Oh Gott. Egal, ihr Lieben. Jetzt freuen wir uns wieder drauf, weil jetzt endlich mal wieder Startklar machen, alles kann. Ja, genau. LP und Seelenanzeige deiner Yokai wurden aufgefüllt. Ja. Jetzt kann ich wieder alles klar. Und auch alles wieder fresh machen und auch alles wieder normal machen. Viel Spaß. Und es wird bestimmt ganz cool, Werbio. Viel Spaß auch beim Let's Play Part heute. Ich freue mich auch wirklich drauf. So, los geht's. Deine Tageskarte ist abgelaufen. Hol dir eine neue, um mit dem Zug zu fahren. Ja, ist egal. Jetzt brauchen wir erstmal einen Schlaf. Verstehe ich auch. Alles gut. Und wir müssen jetzt erstmal zum Lehnhauser Neudorf dahin, Richtung dahin. Teddybär, wo ist das denn? Ist ein neuer Teddybär? Der ist neu und da ist ein Yokai. Da ist ein Yokai bei, okay. Interessant, auf jeden Fall. Sehr schön, freut mich sehr. Ach, der Labender ist auch nicht dieser. Oh nein, nicht der. Der ist der schlimmste Gegner gewesen. Ach du Scheiße. Warum muss ich den nochmal hier antreffen, diesen Idioten? Warum muss ich den nochmal treffen? Warum muss ich diesen. Hilf mir, Asi, nochmal dabei haben? Warum muss ich den nochmal sehen? Labanada war der schlimmste Bosskampf in Yuka Watch Blasters. Ich hab ihn immer so sehr gehasst. Das war wirklich meine Sorge immer, ihn in Yuka Watch 3 zu sehen. Und jetzt habe ich ihn getroffen und ja, ich hasse ihn so sehr. Ach, der ist so scheiße. Wir hatten ihn ja noch nie gehabt. Das ist das Beste bis jetzt. Blut hier war da, den wir ihn bis jetzt noch nicht gesehen, aber. Labanada war der schlimmste Idiot der Welt. Yuka Watch Blasters. Gute Kassenkommando. Mega schlimm. Aber egal, was soll's, ihr Lieben. Alles gut, okay, los geht's. So. Entschuldigung, aber okay, ich bin ein bisschen komisch heute. So, hier ist wie gesagt der Park, aber da brauchen wir gar nicht hin, die Lieben. Wie es im Getränk auch kommen mag. Ich gehe mal mit euch eben zum verlassenen Haus, wenn das okay ist für euch. Also kann man gar nicht reingehen, okay. Auf der Karte stand drauf. Verlassener Haus oder auch verlassenes Haus. Oder aus, wie auch immer. So, jetzt gehen wir zum Blütenbühl. Jetzt gehen wir zum Blütenbühl-Ort, wo wir mal. Letztes Mal auch schon waren, aber ich bin jetzt wieder vom Tod schlafmüde wieder zurück zum Lehnhauser Neudorf gegangen, auf Versehen. Aber ist auch egal, bei Julius sind wir endlich da. Ohne Drama, Lama. So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Bei Brütenbrühl. So, wir sind in einer anderen Landschaft, also jetzt, okay, wir sind hier stehen geblieben, ne, hier. Oder? Genau. Oh mein Gott. Wie gut ist das gemacht eigentlich hier? Das gefällt mir echt gut. Ich besuche die Lighthouse Wälder fast jeden Tag. Ah, okay. Hier ist hier sehr viel schöner seit langem. Okay. Wenn du diesen Pfad folgst, kommst du am anderen Ende zu deiner Leistung. Mhm. Ich habe dort als Kind oft gespielt, aber ich möchte nicht mehr dorthin. Oh, schade, aber muss man ja selber entscheiden. Diese Bäder, aber was sind die Bäder eigentlich?
gucken wir uns gleich an, ihr Lieben. So, hier sind wir, wie gesagt. Oder? Hier sind wir aber letztes Mal stehen geblieben, oder nicht? Doch. Warte eben was kurz.